Wie arbeite ich mich denn jetzt hier durch? Auf jeden Fall ist das mal eine ordentliche Trainingsdistanz. Da kannst du dir aussuchen, von wo du schießt. Kannst dann von hier oben von der Mauer aus schießen und dann auf die Ziele. Das ist doch mal was, ne? Nicht so wie bei mir im Haus oder vorm Haus. Jetzt gehört ihr mir. Ah. Ich stehe auf eurer Seite. Ja, tut mir ja leid. Ich muss nur erstmal. Was macht ihr denn da? Aufpassen! What the f. Was? Was war das denn? Wow. Die ist ja krass drauf. Wie soll ich die denn? Okay, ich habe eine Idee. Ich habe auf jeden Fall eine Idee. Jetzt kann man so. Dachte ich zumindest. Okay. Was macht ihr denn da? Aufpassen! Wow, das war nur ein Banditenmarodeur. Krasse Sache. Die haben mich ganz schön gefordert, sagen wir es mal so. Was will ich denn mit so einem schäbigen Zeugs? Ich meine, wenn es schon schäbig heißt. So, weil ich mit der Holzkohle anfangen kann. Das Fell würde ich mitnehmen. Das und das. Oh! Frostresistenz. Kleine Heilung. Pelzhelm. 17 Gold. Verdammt, und das war nur ein Marodeur. Essen. Würde ich zumindest mal behaupten. Wow. Aber mit eigener Zaubertrankküche, die sind schon echt gut organisiert hier. Da muss man echt aufpassen, wenn man hier so Sachen macht, dass man da oder hier reinstürmt. So, noch das Buch. Ist schon echt heftig. Eigene Zaubertrankküche und dann kommt die mit so ihrer Blitzschleuderei auf einen zu. Schon wirklich heftig, wenn wir öfter so Gegner haben. Oh. Da muss ich mir echt was überlegen mit Blitzresistenz oder so. Weil das ist ja dann unmöglich, da irgendwie was zu halten. Also da unten wäre ein Haus. Ich würde doch mal behaupten, dass davon recht wenig Gefahr ausgeht. Der stolpernde Säbelzahntiger. Das muss wohl eine Kneipe sein. Das ist eine Kneipe. Eine recht leere, ohne Wirt. Ah, nee, ein Krug. Moment. Sonstiges. Wo haben wir denn hier? Da, den Krug. Kann ich gerade wieder ablegen. Was war das? Okay. Yeah.
alles, was ihr könnt. Die haben den armen Kerl einfach umgenietet. Tunika mit Gürtel, Kleidung. Gelbes Mädchenkleid, wunderbar. Glas. Naja, ein Holzschwert nicht. Das müsste ja bedeuten, dass hier irgendwo ein Kind ist. Tatsächlich bedeuten? Was ist das denn bitte für eine Kneipe, wenn hier so Kram rumliegt? Lederhelm, Pelzrüstung. Achso, das Fass ist leer. Metfass. Eisenpfeil. Gold. Brauche ja kein Eisenschwert. Ich habe ja eins aus. Keine Ahnung was. Auf jeden Fall. Einem echt geilen. Was ist das denn hier? Salz. Schwein. Kann man auch immer brauchen. Geld. 18. Also 18 Gold. Der Kerl ist tot. Also. Lassen wir den nächsten Banditen nicht so viel zum Saufen. Vielleicht ziehen sie dann einfach weiter, wer weiß. Vielleicht kann ich auch noch was mit dem Wein anfangen. Oh, kann ich... Das ist natürlich witzig. Treten wir einfach mal die Stiefel ins Feuer. Ansonsten... Oh, was haben wir hier? Beeren, interessant. So. Das war's auch schon. Man konnte ein bisschen was abgreifen. Zwei Gegner, eine Leiche vom ehemaligen Wirt der armen Socke. Jetzt wäre es nochmal interessant. Hier kommt man ja auch rauf. Die da irgendwie eventuell was versteckt. Schade, manchmal haben die da Truhen. Truhen, in denen etwas drin ist. Naja, manchmal. Die Absperrung gesprungen. Ach, noch nicht so häufig. Oh, auch Training. Stunde vorstellen und trainieren. Ob das dann was bringt, ist dann die andere Frage. Ja, lauter Eisensachen. Schmiede läuft. Zumindest so ein bisschen. Festung Dunstadt. Okay. Ich denke mal, das wird überall stehen. Deswegen... Ich habe mir gerade gedacht, könnten wir mal hier reingehen. Weil dann würde man einige von hinten erwischen können. Was? Okay. Okay, ich glaube, ich muss durch eine andere Tür rein. Das Problem ist... Okay, es ging wieder raus. Halleluja. Da sind viele Gegner gewesen.
großen Waffen. Okay, erstmal. Ist da jemand? Hier erstmal nach oben. Hab euch! Oh. Ihr könnt euch von mir nicht verstecken! Das war. Das war nichts! Ich kann euch nicht. Ist das schon alles? Euer Kopf ist schon eine Wand! Okay. Dagegen hilft auch kein Schild. Ihr seid eine Schande für euer Leben verlassen. Ist das alles, was ihr... Gnade! Die Hand hat seine alte Frau! Genug! Genug! So. Ich bring euch um, wenn ich es kann! Mit den Straßenräuber, Junge, Junge. Ich bring dich bitte, bitte, bitte nicht um. Ganz sicher nicht. Nachdem du versucht hast, mich zu meucheln. Kraftlosigkeit. So ein mieser Kerl aber auch. Gravierte Nordrüstung. Das sind minus 6, wenn ich die aufwerte. 40 Zwergenschild, gravierte Nordstiefel. Jetzt möchte ich das doch mal gern gucken. Kleidung. 110 und die ist hochwertig. 104 und die hat noch gar nichts. Also ich nehme sie auf jeden Fall mal mit. Ach, das war auch der Banditenanführer, okay. Erklärt auch, warum er so gut ausgestattet war, dass er jetzt nackig darum da liegt. Okay. Irgendwer scheint uns zu sehen. Hey, hör auf da zu wackeln. Das sind alles beschädigte Bücher, die brauchen wir gar nicht erst angucken. Mhm. Aber das war Safety First. Oh, hat es das aufgesprengt? Das wäre natürlich witzig, dass dann mir das Schloss knacken erspart. Okay. Hier liegen einfach Fallpakete rum. Auch nicht schlecht. Ein Hammer, eine Axt, eine arme Sau von Hochelf. Was ist das denn hier? Bügeleisen. Gedacht. Genau, ich lege mich neben die Ratten zum Schlafen. Das ist genau das, was ich in meiner Freizeit tue. Neben Leichen pennen. Genau. Naja. So, jetzt haben wir unten noch welche. Jetzt haben wir uns ja mittlerweile erholt. Sowohl Magie als auch Leben. Mal einer an. Da haben wir doch Wein. Wein, Wein, Wein. Da oben ist eine Holzfäller-Axt. Krüge, Teller, Misch. Doch, Besteck. Ob das normal ist? Oh. Oh, da war einer ganz clever. Ups. Voreilig.
Oh ja, genau so funktioniert's. 27 Gold, naja. Ob sich das jetzt gelohnt hat, in dem Sinn. Ist halt die Frage. Oh, hier ist natürlich jetzt wieder eine Falle. Dass die mir irgendwas verpasst haben. Diese elendigen Ratten da. Oder Rattenverschnitte. Nee, Moment. Nicht Objekte. Magie. So merkwürdig. Gut. Sie haben ja glücklicherweise nichts angehängt. Das hätte mich noch geärgert. Bitte sag mir, dass hier irgendwer ist. Schade. Machen wir es einfach so. Was ist das? Das ist Kleidung. Gold, großer Seelenstein. Was habe ich noch genommen? Keine Ahnung. Falsche angeklickt. Na gut. Ah, guck doch mal einer an. Mit Hebel. Wunderbar zum Foltern. Das könnten wir noch hier. Die großen. Achso, ja. Hier scheinen keine Feinde mehr zu sein. Dafür aber Met, Wein und Tränke und eine Axt. Wer lässt eine Axt rumstehen? Achso, klar. Oh, ist groß, der Schädel. Oh, und das Skelett kann ich durchsuchen. Auch schön. Ich habe noch ein bisschen extra Gold. Das war's schon? Ich will ja jetzt nicht meckern, aber da hätte ich mir dann schon was Größeres vorgestellt. Gehen wir mal hier rein. Komm mal da. Okay. Denn da? Straßenräuber auf. Kaiserlicher Boden. Noch einer. Was ist denn ein Plunder? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Ja. Irgendwie habe ich es nicht so mit dem Tanken, ne? Worauf hat die denn die Elfendinger, die Zwergenpfeile her? Da kommen sie. Das ist auch mitten durch meinen Feuerstrahl durch. Aufpassen!